Nächster Redner ist der Kollege Aiwanger. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren hier ein Thema, das die CSU bisher mit einer beispiellosen Arroganz abgewiegelt hat. Weder ein Ministerpräsident noch eine Wirtschaftsministerin will sich dazu äußern. Das ist jetzt scheinbar nur eine Frau Wittmann, die hier immer losgelassen wird, die dann irgendwo versucht, uns mit Fachchinesisch abzuwiegeln. Meine Damen und Herren, der Deutsche Richterbund. Ja, wir sind nicht so schlau wie Sie, aber deswegen hören wir eben auf Fachleute. Und wenn der Deutsche Richterbund davor warnt, diese Paralleljustiz einzuführen, dann sagen Sie, ja, die Richter haben es nicht so ganz kapiert. Wenn 62% der deutschen Mittelständler in einer jüngsten Umfrage negative oder sehr negative Auswirkungen auf ihre Betriebe befürchten, dann haben es auch die nicht kapiert. Sie haben es als Einzige scheinbar kapiert. Sie sagen aber heute, Sie sind super erfreut über diesen Durchbruch, dass wir jetzt von den Schiedsgerichten zu den Investitionsgerichten gekommen seien. Sie hätten aber genauso die Schiedsgerichte geschluckt. Vor einiger Zeit waren ja die Schiedsgerichte noch Standard. Da haben Sie gesagt, auch alles super, auch die schluckt man, weil das bringt Arbeitsplätze. Jetzt sind Sie plötzlich glücklich, dass es die nicht mehr gibt, die Sie vorher gar nicht so schlimm gefunden haben. Das heißt, egal was die dort reinschreiben, egal was die Ihnen präsentieren, Sie wollen es schlucken. Wir als Freie Wähler stehen an der Seite der Bürger und wir wollen hier Transparenz und wir wollen hier, dass auch der Bürgerwille respektiert wird. Und deshalb gehen wir den Weg und fordern heute erneut, machen Sie eine Volksbefragung, Sie haben das Werkzeug dazu, fragen Sie die bayerische Bevölkerung, ob die diese Freihandelsabkommen wollen oder ob die bayerische Bevölkerung sagt, das lehnen wir ab, vielleicht schon allein deshalb, weil es zu kompliziert ist, dann ist das auch ein Grund. Und sagen Sie nicht wieder, ja, die sind auch zu dumm. Die Richter sind zu dumm, die Mittelständler sind zu dumm, die Bevölkerung ist zu dumm, nur die CSU hat es kapiert. Meine Damen und Herren, gehen Sie runter von dieser Arroganz und hören Sie hin, was das Volk will. Und das Volk will diese Abkommen derzeit nicht.